Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und wie immer natürlich danke für eure Unterstützung. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zu Roshan. Wir haben nämlich jetzt alle Informationen gesammelt, die wir brauchen. Ey, du machst keine Faxen jetzt hier. Zack, stirb und verschwinde. Genau. Siehst du das, Thanos? Wo bist du, Junge? Hast du gesehen, wie man es macht? Einfach nur ein Messer werfen. Mehr brauche ich nicht, um den Blip auszuführen. Was machst du da schon wieder, Arsene? Warum? Genau, also wie gesagt, wir haben ja jetzt alle Informationen gesammelt und jetzt müssen wir halt zurück zu ihr, um ihren Rat einzuholen. Das ist natürlich belastend, also dass das jetzt nicht geht. Mal schauen, wie die KI reagiert. Sie ist ja komplett verblödet. Die sieht mich auch nicht. Fordere mich nicht heraus. Die sieht mich nicht. Hä? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich hab das Spiel gebrochen. Und die KI. Ach du Heiliger, wie man... Das ist ja, also was, ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte dazu. Wow, Junge, wie oft haben wir das jetzt gemacht? Das dritte Mal oder sowas? In 16 Stunden, ich habe gerade gesehen, ich habe 16 Stunden jetzt ungefähr. Ich würde mal schätzen, wenn du auf 100% gehen willst, 20 Stunden, höchstens, denke ich. Je nachdem, wie lange die Story noch geht, aber dann... Selbst wenn die Story jetzt noch eine Stunde geht, dann haben wir 17 Stunden. 3 Stunden noch obendrauf, um die letzten Missionen zu machen, alles einzusammeln. Das sollte reichen, auf jeden Fall. Das sollte, denke ich, reichen. Oder? Was meint ihr? Auch die Rätsel, na ja, gut, kommt drauf an. Wenn ihr, also, wenn ihr besser seid, obwohl ihr seid wahrscheinlich besser als ich im Deuten der Rätsel, dann sollte das auch kein Problem sein, denke ich. Marci, du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze... Seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir Alamut. Gib mir die Federmeisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht... Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Scherben. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Was für ein Eisklotz! Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. So viele tot oder verschwunden. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El Bahamut, die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen, hast El Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast.
Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Okay. Der Kopf des Ordens der Ältesten, Kahiba, ist aus ihren Gemächern im Harem geflohen und hält sich im Kalifenpalast versteckt. Das Gelände ist vermutlich gut bewacht, wenn man bedenkt, wie der letzte Kalif zu Tode gekommen ist. Es kann jedoch sein, dass es dort ein paar handverlesene Vertraute gibt, die von Kahiba in ihre Geheimnisse eingeweiht wurden. Okay. Also letztes Antrag und dann wird die Story mit Basim auch nochmal erklärt. Was ist hier los? Erreiche den höchsten Rang der Verborgenen. Zeige ja. Mir alles. Nochmal so die letzte Prüfung von ihr gewesen. Das war nochmal die letzte Prüfung von ihr. Okay. Haben die keine Schützen auf den Dächern? Oder in der Nähe hier irgendwo? Ey, das Fliegen durch die Gegend mit den Vögeln ist immer so cool irgendwie. Oh. Wow, da oben war ein Eingang. Habt ihr gesehen? Rangmeister, wir sind jetzt offiziell Meister. Ja, das wird so nebenbei so ein bisschen abgehandelt. Was ist denn hier los, Mann? Wir sind Meister. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Ja, aber dazu muss ich wahrscheinlich das Tor aufmachen, oder was? Würdest du mir sagen? Oder soll ich da mal hingehen? Verborgener! Kannst du uns durch diese Tore helfen? Sie sind von innen verriegelt. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Okay. Ist das ein Eingang? Ja. Öffne das Gartentor. Sollen wir das machen? Ja, machen wir, oder? Ich muss schnell und leise sein. Tabiha wird aufpassen. Hey! Da könnte was sein. Da könnte was sein. Komm noch mal gucken. Hey, warum zieht er den denn nicht rein jetzt? Teile von dir an jedes einzelne Stadttor! Warte! Nee, na, nichts erwarten. Muss ich das jetzt wirklich händisch aufmachen? Also da richtig rangehen und das aufmachen muss. Hey, was soll das werden? Ruhe nun in Frieden. Anscheinend schon, oder? Anscheinend schon. Die KI ist auf minus 1000 eingestellt, glaube ich. Hallo! Das ist schlecht, das ist so schlecht. Da muss man wirklich mal an der Stelle sagen. Es ist so schlecht. Er checkt nicht, was. Also, er checkt gar nichts. Und stellt sich einfach wieder hin.
Hä? Warum konnte ich denn jetzt... Leute, warum konnte ich den jetzt nicht hinrichten? Willst du mich komplett verarschen eigentlich? Verdammt. Dreckige Müllsau, du, ey. Meine Fresse, wirklich, was war das für eine Scheiße schon wieder? Hä? Ich gehe lieber zurück. Gut. Gut, dass ich den doch mal getroffen habe. Koste den Tod! Was ist geschehen? Was ist geschehen? Schöner Treffer! Gleich stopp, du! Machen wir es einfach so, ey. So. Chaos, sei mein Verbündeter. Maskiere meine Schritte. Er checkt gar nichts. Er checkt nichts. Er checkt nichts. Da kommt eine riesige Rasselbande angelaufen. Mal schauen, was seine Männer. Die checken auch nichts. Ja, am liebsten würde ich einfach geradeaus reinlaufen, oder? Es wär fast schon am einfachsten. Lass mal ganz kurz da hinten gucken, wenn wir mal just for fun. Weil der 35 Jahre braucht, um die erstmal so friedlich hinzulegen. Komm, geht schlafen. Es ist schon spät. Das hätte ich alle schön in Ruhe abstechen können. Bedienstete kommen überall hin. Dieser Mann könnte mir einige Türen öffnen. Wie drückend sich die Luft heute anfühlt. Dies sind verräterische Zeiten. Und höchst ungastlich. Sollten wir nicht den Gast ehren, wie es ihm zusteht? So ist es. Aber El Mutawakil wurde in seinem Winterpalast ermordet. Seitdem wurde der Wachschutz erhöht. Das sehe ich. Überall treffe ich hier auf düstere Blicke und verschlossene Türen. Wäre dies nur genug, sie zu öffnen? Fürwahr? Eine offene Tür ist eine kostbare Sache. So, kleiner Eunuch. Mit solchem Abschaum. Tut hier! Wache, wache! Nehmt diesen Mann fest! Schnauze. Du wagst es, dich unter uns zu zeigen? Schande über dich! Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Holt die Waffen! Sollen sie sich drum kümmern? Sehr gut. Hiermit öffnen sich dir alle Türen. Das verschönert dir hoffentlich deinen Aufenthalt. Es fühlt sich schon alles ganz anders an. Endlich. Jetzt finde ich Kabiha und rette Alamut. Warum sind hier so viele von uns? Wie kann jemand so lange im Wasser sitzen? Wie man hört, badet Kabiha auch gern. Ha, wie die Mutter, so der Sohn. Abu Abdullah muss in der Nähe sein. Kabihas Sohn wird mich zu seiner Mutter führen. Okay. Okay, okay. Ja, das ist einfach zu übermächtig, Mann. Hat er den Schlüssel mitgenommen? Nee. Was ist denn hier drinne? Okay. Achso. Ach,
ist deine Mutter? Hast du irgendeine Ahnung, wer ich bin? Wo ist Kabiha? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gesehen, seit ich für sie auf mein Geburtsrecht verzichtet habe. Wo könnte sie sein? Denk nach. Es gibt einen Gang in der Bibliothek. Ich bin ihr einmal gefolgt. Sie hat eines der Bücher benutzt. Hör! Hat sie sich dorthin zurückgezogen, während ich Gefangenschaft und Erniedrigung ertrug? Morddrohungen und... Ich kenne dich. Du warst dort in jener Nacht mit diesem Gegenstand in der Hand. Und mein Vater, tot zu deinen Füßen. Dieses Licht, diese Stimmen. Ich dachte, ich wäre wahnsinnig geworden. Das dachten alle. Außer Mutter. Sie... Wirst du sie auch töten? Wirst du nicht aufhören, ehe alle von uns tot sind? Erst der Gelehrte, jetzt Kabiha. Die Mitglieder des Ordens verstecken sich gern zwischen Büchern. Tja. Okay, machen wir das mal eben kaputt. Da oben, ja. Das ist so krass, das ist wirklich zu mächtig einfach. Gewiss gibt es einen Raum hinter diesem. Aber wie komme ich hinein? Tja, das ist die Frage. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wieder viele Bände von Arib. Kabiha ist eine Bewunderin. Blaue, schwarze, weiße und gelbe Bücher. Okay, wahrscheinlich weiter nach oben, ne? Mit welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste. Blau. Ich bade in der Glut. Blau-rot. Beiß zu wie die Kobra. Doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube. Komm in mein Nest. Wow, wow, schön. Blau? Keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung, ey. Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kobra, Taube. Meer, Wüste, Kobra, Taube. Meer, Wüste, Meer, Wüste. Dann eben so. Ich habe eher auf die Glut geachtet. Meer, Wüste, Kobra, Taube. Achso, ist halt die Frage, von wo man es lesen soll. Dem Weg jetzt lang? Oder von links nach rechts jetzt die Bücher so angeordnet, wenn man nach vorne schaut, wisst ihr? Naja, okay, gut. Ja, dann ist easy, dann ist easy. Ich habe jetzt irgendwie bei der Wüstensache auf das Ding ist gehört. Jemand gab sich große Mühe, das zu verstecken. Glut, und deswegen dachte ich irgendwie rot, weißt du? Ja, genau. Vor allem, jemand gab sich viel Mühe, das zu verstecken.
Sag bloß, wirklich? Verborgener. So viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Dabei hätte ich nur warten müssen. Darauf, dass du zu mir kommst. Der verlorene Sohn ist gekommen. Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel. Sag es klar. Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben, als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Und dich befreien. Nein! Welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verbotenes Gebiet. Dort gibt es nichts für dich. Ich erzählte dir von den Albträumen. Dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließt mich damit allein. Nicht allein. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder. Oder würde dir das nicht reichen? Und wenn es so wäre? Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig. Ich muss hier raus und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Tja, Leute. Warum bleibt Roshan so im Dunkeln, weißt du? Warum sagt er nicht, was Sache ist? Sag doch einfach, sag es doch. Gut, Freunde. Anscheinend wird es so sein, dass die letzten ein, zwei Stunden richtig geil sind für Bayek. Warum Bayek? War es hier vielleicht die letzten ein, zwei Stunden? Je nachdem, wie lange es jetzt noch geht. Auf jeden Fall ist hier erstmal Schluss. Wir hören uns beim nächsten Mal. Seid auf jeden Fall gerne am Start. Liken, kommentieren, nicht vergessen. Haut rein und tschüss.